Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So Leute, in der letzten Folge haben wir einen Brief von Haitham bekommen. Ja, wir müssen einen Mann in Weiß finden. Und wir haben es auch getan. Und der Mann in Weiß hat uns geführt zu König Alfred. Ja, wir sehen ihn wieder. Und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Boah, bei den Göttern ist es groß. Ich muss diesen Greve Godwin finden. Na super. Da oben. Ach so. So. Alle drei Schlüssel geschnappt. Jawoll. Ist das stärker? Gleich hier bei Tor.
Ja, geht doch hoch. Oh, da bekomme ich ja mehr. Ist ja geil. Wär ich da lang gegangen. Ich glaube, da kann ich nicht reingehen, oder? Oder doch? Jedes Mal das Gleiche. Auch jedes Mal das Gleiche. Ja. So, Wechsel auf ganz normale Pfeile. So.
Dschungel, Leute. Boah, Alter, alles nur Fische, ey. Ah, nur Quappe. Ja, und jetzt friss mein nen Schwert. Huso. Perfekt. Perfekt. Und ist offen. Ah.
Ein Tarnenmantel? Oh, vor allem noch ein Rot. Meine Mantel ist jetzt in Rot. Geil. Sollte versperrt sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Ah, komm, besiegt mir den Arschloch. Boah, ist der riesig, Alter. Ich bin der Anwärterer. Komm noch mal her. Und? Noch einmal. Komm her, noch einmal. Wir mühen und plagen uns für diesen Moment. Die Ältesten laben sich am Schweiß meiner Mühen, am Blut, das die Römer so sehr hassen und dir ersehnen. Ob jene Götter oder andere, du wirst nie wieder schmecken, wie der frische Saft des Krieges von deinen Brauen rinnt. Mögest du verrecken. Thank you.
Wie geil, ey. Orden. So. Ach, da oben. Geh doch runter. Geh hoch, geh hoch. Geh hoch. So.
Flo, spring, Flo, spring! Lass das, du Stinkbold! Wenn er runterfällt, wird Gott dich strafen. Er ist so mutig, wie ein kleiner König Elfred. Er schlägt sich den Kopf auf wie ein hohes Ei. Mach schon, Elsebert! Sie ist zum Greifen nah! Er ist so mutig, wie ein kleiner König Elfred. Oh. Das er schlägt sich den Kopf auf wie ein hohes Ei. Spring, kleiner Flo. Spring, Flo, spring. Lass das, du Stinkbold. Zeig es mir. Lass das, du Stinkbold. Wenn er runterfällt, wird Gott dich strafen. Geht doch hoch. Ich kann gar nicht hinsehen. Spring, kleiner Flo. Spring, Flo, spring. Lass das, du Stinkball. Wenn er runterfällt, wird Gott dich strafen. Bei allen Heiligen. Habt ihr das gesehen? Gott hat Esselbert einen Engel geschickt. Ist es vorbei? Ist er abgestürzt? Heilige Butterkrapfen. Dabei habe ich ihm gar nicht meine Liebe gestanden. Dieser Fremde hat sie ihm besorgt. Ey, das ist gemogelt! Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ? Achso, da. Ah. Hätte ich gewusst, dass das so leicht ist? Hättest du es selbst getan. Leib und Leben aufs Spiel gesetzt. Doch auch große Männer wissen, Kämpfer zu schätzen. Was wirst du mit diesem Schatz anfangen? Das ist für sie. Alles nur für sie, damit sie mich endlich wahrnimmt. Flat. Was sagst du zu dem netten Jungen? Danke für die Blume. Sie ist sehr schön. Jetzt sind wir verlobt. Und wenn ich groß bin, werde ich König. Und du wirst meine holde Dame. Was denkst du, Töchterchen? Ist er ein würdiger Verehrer? Er hat viel gewagt, um seine Liebe zu zeigen. Ich werde meinem Mann, dem König, berichten, dass du um die Hand seiner Tochter anhältst. Wenn ihr älter seid, natürlich. Komm, Liebes. Ein Nur aus heiligem Rind. Du hast der Prinzessin wirklich eine Blume überreicht. Und jetzt sind wir verlobt. Dafür braucht es mehr. Man muss Händchen halten und röcheln. Und manchmal beten. Oh Gott, oh Gott. König Essobert der Erste, der Flo von Winchester. Gepriesen sei der Herr der Sachsen. Essobert der Flo. Bei den Göttern. Was geht denn hier los? Was ist mit denen schief? Man nennt mich Nilfburg Zauberbein. Viele haben es versucht, aber nie wurde ich besiegt. Denn Gott küsste meine Füße, als ich klein war, und nun bin ich flinker als eine Schwalbe. Du bist ziemlich selbstsicher für ein Kind. Wärst du auch, wenn du Zauberbeine hättest? Zauberbeine? Für mich sehen die ziemlich gewöhnlich aus. Der Schein kann trügen. Kennst du Pheidippides, den großen Helden aus alten Zeiten? Der ist den ganzen Weg aus Marathon gerannt, um dem König zu sagen, dass die Schlacht gewonnen war. Und dann fiel er tot um. Tot? Vom Rennen? Es war ziemlich weit. Mädchen sollen nicht kämpfen, so sind die Regeln. Aber wie Pheidippides werde ich die schnellste Botin aller Zeiten. Also wenn die Nordleute das sächsische Heer besiegen, überbringst du dem König schnell die Neuigkeit? Diese Kümmerlinge? Wohl kaum. Also gut, willst du jetzt rennen oder nicht?
Ich hab jeden anderen auf der Welt schon geschlagen. Wenn das so ist, nichts wie los. Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Aber nicht so schnell wie ich. Kein anderer Sachse hat mich so auf Trab gehalten wie du, meine Kleine. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal verliere. Aber du rennst wie der Wind. Endlich eine Herausforderung. Freut mich, dass ich eine sein konnte. Magst du spannende Orte? Ich bin durch ganz West Sachse gelaufen und kenne ein paar gruselige und heilige Stellen. So etwas zu entdecken ist mein Lebensinhalt. Ich gebe dir mein Tagebuch. Ich nenne es die vielen wundersamen Läufe der rasenden Zauberbeine. Mach's gut! Ach so. Okay, okay. Ah, gehört nicht uns. Wow. Er steckt Luft. Geil. Wusste ich nicht. Wo ist der Schatz jetzt?
So. Verdammt! Hallo Leute, Entschuldigung, es hat gerade wieder Cut gemacht. Ich verstehe das auch nicht, warum. Okay. Ach, da oben. So, jetzt müsste es gehen. Winchester weint um einen guten Bischof und einen vor Kraft strotzenden Mann. Möge er Frieden bei Gott finden. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Welcome.
Ach, keine Ahnung. Komm, wir müssen wir später kommen. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Wie die alle schreien, Alter. Machen wir noch das hier? So, geht mir nicht auf die Nerven jetzt. Mentorenhose?
Nee, das ist nicht meins Wasser. Ah. Buch des Wissens. Nehm das und lass mich in Ruhe. Ich lösch dich aus. Wartet. Was? Ein Däne in Winchester? Sonderbare Zeiten. König Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und würdevoll. Wohl wahr. Und du bist der Mann, den ich finden soll, Goodwin. Weißt du wieso? Wenn ich raten soll, dann um die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Wenn sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ich finde deine Nachforschungen. Und jetzt geh, bevor sie merken, dass der Wolf entkommen ist. Wir sammeln uns hinter den Mauern neu! Jetzt müsste es klappen. Komm, jetzt müsste es klappen. Nein, funktioniert nicht. Wo habe ich die verdammte Tür aufgemacht? Ah,
So. Greve Selwyn hat Hinrichtungen wegen kleiner Diebstähle und Beleidigungen angeordnet. Ein Mann und seine Frau sind bald dran. Ich habe ein Treffen mit Herbold. Aufzeichnungen über den Orden der Ältesten. Den Tavernen eingefädelt, im Schutze des Dunkelhalts. Er war eingesetzt, als ich ihn in aller Offenheit zur Rede stelle. Seine Augen hetzte von links nach rechts, als würde uns die Mauer selbst beobachten. Herbert traute nicht auf. Ich wartete mehr als eine Stunde und ihn, als ich dann seine Wohnstätte nahe dem Münster aufsuchte, war dort alles auf den Kopf gestellt und sein Hab und Gut verschwunden. Ich kann nicht mal lesen. Vier andere melden sich mit Informationen zu Galgen und alle vier haben ein furchtbares Ende gefunden. Zwei wurden wegen belanglosen Dinge öffentlich gehängt. Ein weiterer wurde tot aufgefunden, angeblich nach einer anderen Kneipenschlägerei. Der vierte ist geflohen. Die beiden, die gehängt wurden, der Galgen muss auch eine Gräf sein, da bin ich sicher. Nur wir haben die Macht, die Bevölkerung Winchester zu verteilen. Er, der Galgen, steht in der Öffentlichkeit. Er wendet sich nach außen hin gegen Alfred Reformen. Ich wage es kaum, meine Vermutungen niederzuschreiben. Der Bericht geht noch über viele Seiten weiter. Ey, komm, das... So, nervt mich nicht und ich werde es eigentlich weitermachen.
Ah, die Folge dauert halt ein bisschen länger. Egal. Hat jemand etwas dagegen, dass Alfred die Menschen von Winchester bildet? Wenn du mir Alfred zu viel nicht gibst, dann... Nimm die Schlüssel! Ah, das machen wir später. Machen wir in der nächsten Folge. Für deine Hilfe. Ein kühner Schritt, Alfreds Lieblingsgräven zu verhaften. Dieser sogenannte Orden besteht aus nichts als teuflischem Abschaum. Abschaum, der sich in allen Bereichen deines Landes eingenistet hat. Sie sind gefährlich. Wie sagtest du noch, heißt du? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Die Geisel von Mercia, falls dir mein Name nichts sagt. Nun, Eivor, wenn unsere drei Ketzer auf einem Ascheberg verglühen, sollten wir unsere Abscheu gegen Mercia wie alte Freunde bei einem Krug Ale bekräftigen. Was kannst du über die Feder sagen? Ich fand dies an eine Tür genagelt. Die Feder führt Worte wie ein Messer. Ein Streitgespräch zur Erziehung? Giftige Absichten gekleidet in schöne Worte. Ich gehe der Sache nach. Alfred glaubt, dass mindestens einer von ihnen tot ist. Bischof Elfred war der Sachs. Verdammt! Alb Winchester trauert um diesen Nonnengrabscher. Der Galgen. Was weißt du über ihn? Ich bin sicher, er ist ein Greve. Nur wir verfügen über die Macht, ein Strafmaß festzulegen. Und der hier maßt sich an, im Namen der Gerechtigkeit zu handeln. Der Galgen ließ dich verhaften, also muss er ein Mann des Gesetzes sein. Greve Selwyn. Natürlich. Der Haderlump fungiert in Winchester als Hammer des Gesetzes. Er lässt Sünder aus geringstem Anlass öffentlich hinrichten. Könnte es kein anderer sein? Er ist es. Er ist der Einzige, der passt. Beende seine Schreckensherrschaft. Okay, Leute. Da sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Es wird mich wirklich sehr freuen. Am besten wechsle ich lieber. Nottäuschung? Nein. Da will ich lieber Flash nehmen. Dann nehme ich lieber... Nein, nicht Nottäuschung. Oh, dann nehme ich lieber Gift. Fertigkeiten.
Okay, Leute. Dann mache ich einen Cut. Dann sage ich au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.